BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Der baden-württembergische Landtag hat heute mit einer Gedenkminute den mutmaßlichen Opfern der braunen Zwickauer Neonazi-Terrorzelle gedacht. 9 tote türkische und ein griechischer Kleinunternehmer sowie eine ermordete Polizistin. So nach jetzigen Erkenntnissen die Blutspur, die das mindestens 3-köpfige rechtsradikale Terrortrio aus Zwickau deutschlandweit hinterlassen hat. 180 Morde insgesamt sollen durch die letzten Jahre auf das Konto von Rechtsradikalen gehen. Gestern war den aktuellen Opfern im Bundestag gedacht worden, heute im Landtag. Die Debatte demokratische Offensive gegen rechtsextreme Gewalt begann mit einer Schweigeminute und interfraktioneller Einigkeit, die am Ende in einer Resolution mündete. Es gibt Momente und Situationen, die Entschlossenheit und Geschlossenheit verlangen. Parteiübergreifende Einigkeit herrschte in der gemeinsamen Betroffenheit über das Geschehene. Fassungslos und entsetzt, mit großer Abscheu, stehen wir vor den Untaten einer rechtsextremistischen Mörderbande. Es ist schwer fassbar, auch für mich als junger Mensch, dass eine braune Terrorzelle jahrelang ungestört in ganz Deutschland morden konnte. Es stellen sich eindeutige strukturelle Fragen. Mit dieser Feststellung aber endete die interfraktionelle Einigkeit des heutigen Tages. Richtig analysieren will man jetzt. Uneinigkeit aber bei der Ursachenforschung und bei den Konsequenzen. Wurden Gefahren nicht rechtzeitig erkannt? Wurde das Problem des Rechtsextremismus auch hier in Baden-Württemberg kleingeredet? Extremisten jedweder Ausrichtung, ob rechts, ob links, ob religiös, verblendet, müssen wir uns als Demokraten mit aller Macht entgegenstellen. Jetzt fangen wir doch an der Debatte schon wieder an, dass wir hier wieder alles, wir haben hier 10 Morde in den letzten Jahren an der Geschichte und hier wieder, darf Sie um Ruhe bitten, hier wieder das Gleiche gleichzusetzen. Es geht doch darum, dass wir das, was jetzt passiert ist, aufarbeiten und nicht Nebengefechte führen. Ein solches Nebengefecht ist, aus Sicht anderer, das derzeit oft artikulierte Misstrauen gegenüber Sicherheitsbehörden wie Polizei und Verfassungsschutz. Wir können im Kampf gegen den Extremismus nicht ohne eine gut ausgestattete Polizei und einen kompetenten und wirksamen Verfassungsschutz bestehen. Deswegen stehen wir hinter unserer Polizei und wir stehen hinter unserem Verfassungsschutz. Die pauschalen Vorwürfe, die Politik und die Sicherheitsbehörden hätten die Gefahren des Rechtsextremismus völlig unterschätzt und seien auf dem rechten Auge blind, also nichts wissend gewesen. Die teile ich im Übrigen auch nicht. Was aber jetzt tun? Einigkeit in der Skepsis, dass Landesverfassungsschutzämter Kompetenzen zugunsten vom Bund verlieren, mehr Prävention, Aktivieren der Zivilgesellschaft, Aussteigerprogramme und härteres Durchgreifen gegen Rechte. Erwarteter Dissens anderswo. Dazu gehört auch das Thema NPD-Verbot. Ein Verbot wäre nach meiner Meinung wenig wirkungsvoll. Es würde vielleicht sogar eher den Anreiz noch erhöhen, sich solchen Organisationen anzuschließen. Es stecken hohe Risiken im Verfahren. Wir prüfen dieses NPD-Verbotsverfahren, aber wir wissen nicht, ob wir ein solches anstreben sollen oder nicht. Ein erneutes Scheitern eines Verbotsverfahrens wäre eine Niederlage für alle Demokraten in diesem Land und ein Triumph für die braunen Rattenfänger. Keiner hier will aber einen Triumph der Rechtsradikalen. Im Land, so der Innenminister, falle deren Zahl beständig. Die Anzahl gewaltbereiter Extremisten aber steige besorgniserregend. Wegfrei für die Volksabstimmung. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat eine Verfassungsbeschwerde gegen den Volksentscheid über Stuttgart 21 abgewiesen. Die Beschwerde sei laut Gericht unzulässig. Sie sei vom baden-württembergischen Landtag parlamentarisch korrekt beschlossen worden. Bahnchef Rüdiger Grube glaubt nicht an ein Ende von Stuttgart 21, auch dann nicht, wenn der Kostendeckel von 4,5 Milliarden Euro überschritten wird. In diesem Fall müsse sich das Land weiterhin am Bau von S21 beteiligen. Grube bezieht sich nach eigenen Aussagen auf 2 unabhängige Rechtsgutachten. Sollte sich das Land weigern, müsse es mit Schadenersatzforderungen rechnen. Für die Grünen im Bundestag sind Grubes Aussagen ein klares Geständnis. Die Bahn rechne jetzt schon damit, dass der Kostendeckel nicht einzuhalten ist. Soweit die BWR1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.